Also für eine Geisterstadt ist hier heute ziemlich viel los. Lol. Na, was geht hier ab, ey? Ohne Witz. Wie habe ich das Plus eigentlich geschafft? Habe ich hier irgendwie noch was anderes gemacht? Ja, bei sonstigen habe ich ein bisschen was ausgegeben, aber. Kein Pein. Monster Trucks, das ist ganz geil. Die Dinger bringen schon viel. Die Frage ist nur, wo baue ich das Ding hin? Auf dem Holzachterbahn oder auf die andere Seite? Auf der anderen Seite wird es fast auch ganz gut gehen eigentlich. Ja, aber andererseits ist es auf der Seite wahrscheinlich praktischer. So, ich glaube, das funktioniert jetzt von den Monster Trucks her. Sehr schön. Gut, die Achterbahn läuft auch. Liebe schon, ja. Das ist schon mal gut. Gott, sind die Darlehen noch teuer, fällt mir gerade erst auf. Hä? Fuck. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich das wusste? Nein, habe ich nicht. Ich wusste es ja auch nicht. Rotor 2 ist immer noch kaputt. Das kann ja mal passieren. Ach, Harald Lesch ist es. Ich pack's nicht, dass das Harald Lesch ist. Warte. Szenario Objekte. Müssen ja definitiv so tun, als ob hier alte Wege da sind. Das ist echt nicht gerade schön. Wenn ja alles so, Lol, wo habe ich denn jetzt schon wieder so viel Geld?
Oh, ich mache so viel Gewinn. Ach so. Moment, gut. Gut, dass wir das geregelt haben. Eine sehr kompakte Achterbahn. Ich habe die Streckenführung immer noch. Alter, wir machen es viel zu viel Gewinn. Wieso muss man mit Gruselrad so lange anstehen? Das Ding hier ist auf jeden Fall gerade ein bisschen verbuggt. Warten bis Volllast. LOL, was passiert hier? Alles klar. Das ist definitiv merkwürdig gewesen. Volllast. 2 Euro. Warum auch immer da 14 Leute drin waren und das Ding nicht gefahren ist, keine Ahnung. Alles klar, vielleicht funktioniert es jetzt wieder ein bisschen. Viele Besucher sind. Wir haben hier mitten im Park einen Hähnchenstand. Gut, das ist jetzt nicht wirklich ein großes Angebot an Essen. Aber es ist zumindest eins. Gibt es halt ein paar mehr. Stellen wir halt hier auch noch mal Hähnchen hin. So. Immer hier vorne wieder mal. Ach, hier ist ein blöder Busch. So. Alles klar. Wir können wieder mal Finanzen abfinanzieren. Die Ministerin was brauchen wir denn? 5. Okay, am besten machen wir eine Abschlussachterbahn mit Erregungen 5 oder so, weil dann haben wir die Geschwindigkeit auch von 92. Dann passt das, oder wie teuer haben wir eine Gigabahn? Ne, wir haben keine Gigabahn, wir haben nur eine Korkenzieherbahn. Die ist halt auch cool. Flippt das? Nee, das ist definitiv falsch. Haben wir überhaupt eine Abschussachterbahn? Du willst eine wilde Maus, kann man auf jeden Fall. Ne, kann man glaube ich nicht. Eine Tilt kann man jedenfalls auf Abschuss stellen und das ist. Alles klar. Ja, also Abschuss können wir aber immer die Tilt umfunktionieren. Die können wir auf einen Abschuss machen. Das geht auf jeden Fall. Lol, hier hinten sind einfach Gräber. Macht Sinn. Ähm.
Also wir können sagen, was wir wollen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt das hier. Drehen dann hier schon mal die Forschung hoch. Auf Achterbahnen vor allem. Passt auch noch ein bisschen. Das Popcorn brauchen wir eigentlich gar nicht. Sonst natürlich. So, da la. Ist glaube ich schon was anderes als die Monsterbahn. Ne, ist eigentlich nichts anderes. Aber wir packen es einfach mal ins ganz andere Ende vom Paar. Oh Gott, ist hier noch viel Müll. Da hat meine Reinigungsfachkraft nicht sonderlich präzise gearbeitet. Haben wir überhaupt noch eine? Ja. Bitte. Gönn dir. So, gut. Finanziell, wie sieht's hier aus? Machen jetzt kein mehr so großes. Okay, doch, wir machen noch gutes Plus. Nur im April war es jetzt nicht so gut. Okay, die Big Bahn, wenn die nicht. Die ist aber weil. Schade. Auf jeden Fall mit der weiß ich auch, dass man auf Abschluss stellen kann. Das geht auf jeden Fall, das weiß ich. Also wir haben richtig. Ich weiß nicht warum, aber wir haben richtig einen ausgeglichenen Haushalt in diesem Park. Also einen richtigen. Mal im Plus, obwohl man so viel Bahn dahin gebaut hat, ist schon eine Leistung. Keine Sesselbahn, alles klar. Immer der Geli mit seinen Modifikationen. Alles klar hier. Es ist schon räudig, wie viele Besucher einfach irgendwo hinkotzen. Vor allem, ich weiß nicht wieso, also ich bin schon ganz gute Achterbahn gefahren. Muss nie davon kotzen. Aber oh, es gibt einen Zipper. Oh Gott, der ist halt sauteuer, aber richtig gut. Vor allem, er ist schmal. Also das Wichtige eigentlich, weil wie gesagt, wir haben nicht so viel Zeit vor allem. Nicht so viel Platz in diesem Szenario. Können jetzt einen Zipper hinstellen und Einnahmen haben. Oder wir könnten unser Darlehen zuerst abbezahlen. Stehen sie auf einmal mitten im Ausgang einer Attraktion, Mensch. Das passiert mir sonst nie. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Mit den Büschen drinnen. Es geht zwar eigentlich nicht, aber es ist ja egal. Ja, gut. Und von den vier. Alter, wir haben sechs. Wir haben fast 600 Besucher im Park. Heilige Scheiße, ist das viel. Alter Schwede. Wieso kommen hier so viele Leute hin? Das macht mir Angst. Wie schaffen wir es, nur ein Minus von so viel zu schreiben, wenn wir fucking fast 1000 Euro für eine Attraktion ausgeben? Das geht doch gar nicht. Ich pack's nicht mehr.
Okay, wir haben jetzt aber keine Darlehenszinsen mehr. Das ist ganz cool. Das heißt, jetzt konzentrieren wir uns nur noch darauf, eine Abschlussachterbahn zu erforschen. Yay! Wie gesagt, den Stormrunner könnte man machen. Oder, warte mal, alles fliegen, schon das Goldmine. Zu wenig, zu wenig, zu wenig, zu wenig. Gut, davon war auszugehen. ja, dann sollten wir wahrscheinlich die Tilt-Achterbahn modifizieren. Dann geht das. So, also jetzt haben wir eine Erregung von 5. Was heißt, da kann ich noch schnell die Mikrophobie aufstellen, wenn wir Geld haben. Die Holzachterbahn. Weil andererseits, es wäre schon geil, das Ganze in der Holzachterbahn hinzukriegen. Das hätte was. So 100 km/h in der Holzachterbahn. Ah, Mann, jetzt, ich bereue es, dass ich die Kamality Coaches noch nicht gebaut habe. Das ist eine urgeile Achterbahn aus dem Vorgängerspiel, das ich lustigerweise immer noch rum habe. Ist die vielleicht hier sogar drauf? Nee, die ist jetzt direkt als Bild nicht. Obwohl. Doch, ich glaube, das ist. Nee. Ist sie nicht. Auf jeden Fall, das ist eine Achterbahn, die sich selbst doppelt. Mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen. Das ist richtig geil. Das ist eine Bahn, die parallel verläuft, die sich selbst doppelt. Das ist so eine geile Konstruktion, aber die muss ich im Sandkastenmodus bauen. Damit das ein Enterprise. Oh, das bauen wir, das bauen wir, das bauen wir, das bauen wir, das bauen wir. Oh, schnell, ich will, danke. Oh Gott, aber wohin? Da Platz hätten wir eigentlich hier vorne noch was. Wenn wir streamen. Oh nee, das machen wir nicht. So. So. Das ist definitiv so gewollt. Also noch ein Bewegungssimulator ging, und das ist ja keine Mini-Achterbahn, aber die geht auch nicht so schnell. Das ist schade. Die Mini-Achterbahn geht auch nicht so schnell, wie wir es bräuchten. Die Kamality Coaches, die bringt schon so gute 100 km/h auf die Reihe. Das muss man wirklich sagen. Die ist krass. Und zwar krass in vielerlei Hinsicht. Alter. Das war viel. Ja. Also mit der Holzachterbahn können wir eine gigantische Achterbahn bauen. Kostet halt nur dementsprechend. Ansonsten bauen wir eine Korken. Eine Tilt-Achterbahn und modifizieren die auf Abschussstellen, die Geschwindigkeit auf entsprechende Höhe. Und dann passt das. Oder warte mal, auf wie viel Abschuss kann man denn die Holzachterbahn stellen? Pimp-Modus. Kann man nicht ändern. Ach, probieren wir mal. Wäre natürlich schade, wenn man die hier. Okay, ne. Alles klar. Das ist schade. Okay, die Holzachterbahn kann man zum Beispiel schon mal nicht auf Abschuss modifizieren. Aber die Korkenzieher kann man auf Abschuss modifizieren. Und die Tilt auch. So, dann habe ich einen gesperrt. Oh, wir könnten auch den Fels bauen. mit dem hätten wir die Geschwindigkeit. Da schauen wir erstmal, vielleicht ist die Tilt billiger. Wenn wir bei der Tilt eine entsprechende haben. Oh. Wir haben eine. Ach ja. Mensch, das habe ich total vergessen.
dieser Lift. Da fährst du hier so hoch, hast dann hier so ein Ding und fährst dann senkrecht runter. Da kriegst du diese abnormalen Geschwindigkeiten zusammen. Na, aber, au, Alter. Wir brauchen einen zweiten Mechaniker, zumindest vorübergehend, der zumindest hier mal alles macht. Mechaniker 2. Ja, ich hab ja schon. Alter, wie viel Müll hier auch rumliegt. Für altes Eisen ist kein Mechaniker in der Nähe. Der Mechaniker ist doch schon unterwegs, du Vollidiot. Das Eisen wäre repariert. Ja. Gut, was passiert, wenn ich jetzt wieder ein Darlehen aufnehme? Haben wir dann. Das haben wir immer noch. Das hier. So, wir haben jetzt wieder volle Darlehen aufgedreht, aber dafür wollen wir jetzt die Korkenzieher und bauen den Fels. Oh Gott, das will knapp an Geld. Ist zu teuer, ist zu teuer. Ist zu teuer. Können das Ding drehen. Okay, nachdem uns hier hinten in der Park noch gehört, können wir das Ding hier an die Ecke tatsächlich für 12.000 noch hinstellen und dürften damit dann eigentlich ziemlich zuvor das Szenario gelöst haben. Oh yeah. Yep. Okay. Und jetzt brauchen wir noch die Besucher im Park. 500, was wir sehr, sehr... Warte, extra Land? Oh, wow. Ja. Alles klar. Als ob jetzt schon wieder. Na gut, jetzt ist die Holzachter. Okay. Ja, das war die Geisterstadt. Oh, ich fahre gerade aus dem Bild. Das war die Geisterstadt. Das ging verdammt schnell. Hatte ich ja nicht gedacht, dass das Ding so einfach ist. Egal. Wir speichern, wenn das mal wie immer die Abmoderation. Denn das nächste Mal geht es weiter mit einem Nationalschatz. Das sieht mir aus wie eine große Burg. Und eine Wildwasserbahn. Okay. Es bleibt bei einer Burg. Also es ist anscheinend eine... diese Burg. Und da... geht's morgen weiter. Bis dahin. Und ciao.